Ja, und der erste Weg nach so einem langen Tag, der führt natürlich für die meisten Athleten gleich einmal in die Eiszone, Dominik Distelberger. Es ist Rang 21 zur Halbzeit, 3.900, glaube ich, 55 Punkte. Wie fällt das Fazit nach den ersten fünf Disziplinen aus? Naja, man sieht eindeutig, wo es noch fehlt. Das ist einfach in der Schnelligkeit. Und da fehlen mir einfach noch die Läufe dazu, dass die letzte Spritzigkeit fehlt. Dann geht es in jeder Disziplin nochmal ein Stück besser. Die 400, jetzt bin ich einfach zu langsam angelaufen. Da hätte ich noch, hätte ich sicher noch eine halbe Sekunde schneller oder Sekunde schneller anlaufen müssen. Und ja, leider schon lang kein 400 Meter gelaufen. Darum bin ich auch, ich habe keinen vor mir gehabt, wo ich mich orientieren konnte. Das war ein bisschen schwierig für mich, aber ja, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Auffällig, es waren der Hochsprung und der 400-Meter-Lauf, die vierte und fünfte Disziplin heute, die nicht ganz nach Wunsch gelaufen sind. Ist das auch ein Resultat, dass Sie so lange keinen Zehnkampf mehr absolviert haben? Ja, also ich würde einfach sagen, dass einfach die fünf Wochen, die mir fehlen im Februar durch die Verletzung, dass da zeichnet sich dort einfach aus. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Wenn ich jetzt noch fünf Wochen weiter trainieren könnte, bin ich sicher in einer anderen Verfassung. Was muss jetzt morgen alles perfekt, sehr gut funktionieren, dass 8.000 Punkte noch drinnen sind? Ja, dann brauche ich einen sehr guten zweiten Tag. Also voll riskieren und schauen, was geht. Danke, Dominik. Ja, und das war's hier für heute aus Götzis vom ersten Tag. Es führen die Favoriten zur Halbzeit beim Hypo-Mehrkampf-Meeting hier in Götzis. Katharina Johnson-Thompson im Siebenkampf der Damen und Damien Warner im Zehnkampf der Herren. Morgen